Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und wir sind jetzt kurz vorm Clankrieg. Steht zumindest oben eine Minute. Ich hoffe mal, das bezieht sich auf die Zeit, die es noch dauert, bis der Kampftag startet. Und die Ergebnisse der ersten Clankriegssaison sind da. Wir haben gewonnen. Ein Clankrieg bedeutet, wir bekommen dann auch die gute Truhe von der Bronzeliga und die wollen wir jetzt mal öffnen. Ich habe extra gewartet, damit ich die jetzt in der Aufnahme natürlich öffnen kann. Und wir gucken mal, was ist drin. Drei Pfeile. 1098 Gold. Ich brauche noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, dann kann ich meinen Spiegel hochziehen. Ein bisschen brauche ich noch. Was ist sonst noch drin? Fledermäuse ist okay. Kann ich... Ist auch okay. Hätte ich zwar lieber das Schweinchen gehabt, aber ist okay. Ist auch okay. Kann ich auch mitleben. Keine Legi. Die Flugmaschine war es und... ich hätte mir so sehr den Spiegel oder den Golem oder sonst was gewünscht. Oh, es ist gleich soweit. Du hast deine Sammeltagkämpfe abgeschlossen. Als nächstes beginnt der Kriegstag. Und wir werden gleich mal gucken, ob denn jemand kämpft. Warte mal, das ist mein aktuelles Deck. Ich habe es mir auch... Warte mal, habe ich mir das nicht sogar nachgebaut? Dann können wir nämlich mal... Ja, Moment. Der muss auf jeden Fall rein. Der Sepp muss auf jeden Fall rein. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein normales Spielchen zum Aufwärmen. Gucken einfach mal. Ich will jetzt eigentlich nicht direkt den Kampf machen im Clankrieg, weil das könnte eigentlich ziemlich in die Buchse gehen. Und dann werden wir gleich mal sehen. Okay. Den zappen wir mal eben weg. Nein, ich habe ja den... Der Ofen ist in meinem normalen Deck voll schlecht. Der ist jetzt in diesem Deck, das ich gerade spiele, ist der Ofen einfach nur mega schlecht. Deswegen, das wird schwierig. Wird schwierig auf jeden Fall. Ja, super. Hat er schön den Giftzauber dahin gepflanzt. Ah, dann zappt noch. Also es geht alles daneben. Ja, die Kleinen haben nicht ganz überlebt. Level 11 müsste der die... Der macht die sowieso direkt kaputt. Ja, Problem. Deshalb, wie gesagt, einfach nur so ein Testdeck, um zu gucken, ob das funktioniert oder nicht. Wobei man das ja wirklich eigentlich nicht vergleichen kann, wenn ich es jetzt hier teste. Dann ist das ja niemals die gleichen Voraussetzungen, als würde ich das in einem Krieg spielen. Aber naja, besser man testet es einmal so und verliert, als wenn man dann direkt im Krieg verliert und sich dann denkt, hätte ich es mal besser vorher getestet. Weil ich nämlich im ersten Clankrieg habe ich locker gewonnen. Das haben wir gesehen. Im zweiten habe ich allerdings verloren. Und das war dann nicht so erfreulich. Naja, wir werden mal sehen. So, jetzt bitte... Mach bitte. Er hat ja noch den Sepp, ne? Er hat noch den Sepp. Irgendwie müssen wir jetzt durchkommen mit dem Drachen. Irgendwie müssen wir da durchkommen, aber das wird nicht reichen. Naja, wir haben zumindest mal ein bisschen verteidigt. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Das ist echt schwierig. Ihr wisst ja, ich bin auch nicht gerade der... Ich sage mal, ich bin gerade nicht der begnadetste Clash Royale-Spieler unter der Sonne, aber naja. Es kann ja trotzdem noch was werden. So, einen kleinen Kollegen haben wir, der zuguckt. Der hat jetzt ein Freund. Nein! Ja, mit etwas Glück kriegen wir zumindest den Drachen noch down. Drache ist noch nicht ganz down. Ärgerlich. Das Problem ist, ich kann den Ofen einfach nicht setzen. Das würde einfach mal überhaupt gar nichts bringen, wenn ich den Ofen jetzt setze. So, er wird jetzt wahrscheinlich die Gang setzen. Ja, die ist aber jetzt weg. Komm, einmal durchkommen. Na, wir sind halbwegs durch, aber das reicht nicht. Die Frage ist, ob das reicht. Ich muss die Bogenschützen verschwinden. Es nützt nichts, sonst wäre er durchgekommen. 2012 hat er noch Rest. Ist echt problematisch. Er wird instant gleich natürlich nochmal das Schweinchen setzen. Ja, das war klar. Aber wir kriegen es hoffentlich ein bisschen verteidigt, das Schweinchen. Nein, kriegen wir nicht. Okay, kriegen wir nicht verteidigt. Aber Moment. Kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen was hin? Komm, mach den doch kaputt. Na, immer wieder er. Komm, gib ihm. Jetzt bräuchte ich den Sepp mal. Oh, die sind durch. Ja, sauber. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich in 100 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Das wird diesen Kampf gewinnen. Oh, Mann. Hätte ich nicht erwartet. Und übrigens, wenn ihr auch eine Clankriegstruhe öffnet und ihr sie aufnehmt und sie mir schicken wollt, mbf.gewinnspiel@gmail.com. Ich würde mich sehr freuen. Dann blende ich euren Namen ein. Dann zeige ich euch quasi, wie das funktioniert. Ich habe 6 Kronen und wir gucken mal, ob jemand sich traut anzugreifen. Ansonsten würde ich sagen, wir warten mal ab.
bis. Aber erstmal gucken wir, wer überhaupt dabei ist. Slowakia. Oh, einer hat schon angegriffen. Slowakia-Kran. Kran vor allem. Brasil VIP. Etwas Asiatisches und Ancient Russia. Und dann würde ich sagen, wir warten ab, bis einer sich traut und dann werden wir zugucken und anfeuern und dann bis gleich, Leute. Okay, wir haben einen Live-Angriff von SPQR und wir gehen mal rein. Feuern natürlich an, vielleicht kann ich ein Deck mir kopieren. Wir wünschen ihm natürlich viel Glück. Und das ist das Geile. Du siehst ja nicht, was er jetzt für Karten hat und was er für Karten spielt. Er hat die Kanone. Ah, der Gegner hat den Rambock. Das ist geil. Du siehst am Anfang ja nicht die Karten. Die decken sich ja erst mit der Zeit auf. Oh, der kam durch. Ärgerlich. Die Kanone war ja ein bisschen weiter nach links platziert. Ah, bitte, bitte, bitte gewinnen. Wir brauchen Pokale für den Clan, damit wir aufsteigen. Die Truhen werden ja halt auch erst im späteren Verlauf. Werden die besser. Er spielt das Golem-Deck. Wir haben wieder den Golem auf 4. Das hatten wir zuletzt auch. Wir haben den Golem auf 4. Wir haben den Pekka auch auf 4. Ja, ist natürlich jetzt tricky, ne? Er braucht jetzt den Sepp. Er braucht den Sepp, er braucht den Sepp, er braucht den Sepp, er braucht den Sepp. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Wenn der Holzfäller wenigstens noch durchkommen würde. Na, das ist natürlich jetzt Pech, dass jetzt direkt noch der Eisgolem da war. Und ein Schlag noch, zwei Schläge noch. Naja, er ist zumindest einmal durchgekommen. Aber er braucht den Sepp. Wir sehen jetzt natürlich auch schon, was der Gegner für Karten hat. Der Gegner hat eine Karte mehr aufgedeckt als unser Kollege aus dem Clan. Ach komm, das schaffen wir doch. Wir feuern nochmal an und gucken jetzt mal, was wird er setzen? Ich weiß, dass der Gegner wird auf jeden Fall den Rambock setzen, denke ich mal. Allerdings wird er jetzt, das ist wieder so weit hinten gesetzt. Ich kann nicht sagen, ob der Rambock jetzt zu der Kanone hinläuft oder nicht. Er geht auf die andere Seite. Oh, das könnte böse enden. Ja, er kommt zwar durch, aber es geht noch. Es geht noch halbwegs. Er wird jetzt den Turm auch wieder so, denke ich mal, auf 1300 runterdreschen. Ja, 1088. Ja, jetzt kommt natürlich wieder. Oh, er braucht einen Sepp. Ohne Sepp wird das nichts. Ich glaube nicht, dass er das Spiel gewinnen wird ohne den Sepp. Oder halt ohne Freeze oder sonstiges. Also, ich denke mal eher der Sepp. Ich denke mal eher der Sepp. Ah, schwierig. Ich weiß nicht, was er. Ich gucke jetzt halt nur zu. Ich kann auch nichts sagen. Ja, den hat er gesappt. Wir kennen die letzte Karte immer noch nicht. Würde mich echt mal interessieren, was der hat. Jetzt geht er auf die Seite. Jetzt kommt da auf der rechten Seite, kommt jetzt der... Oh nein, auf der rechten Seite kommt jetzt der Rambock. Das war's. Der Turm ist down. Er kann nichts machen, das ist das Problem. Er hat in dem Deck nichts, was irgendwie den Golem sichert vor dem Inferno. Das ist das Problem. Von daher, ich kann jetzt schon sagen, ich denke mal, wir werden den Kampf verlieren. Weil der nichts hat, womit er irgendwie den Inferno-Turm kontern kann. Wie geil das einfach nur aussieht, der Rambock. Das sieht so geil animiert aus, einfach nur. Ja, er kommt jetzt zwar nicht durch, aber das ist trotzdem 10 Sekunden. Er braucht noch zu verteidigen, der Gegner. Im Endeffekt hatte er, wie gesagt, er hatte nichts. Ah, den Magier hat er noch gehabt. Ja, ich hätte vielleicht eher noch... Ich hätte eher den Sepp mitgenommen. Aber es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Wenn du da nichts hast zum Verteidigen, dann ist es schwierig. Und wir können auch ruhig noch eins machen mit unserem Superdeck. Rup. Ich weiß nicht genau, ob hier noch irgendwas fehlt. Ich würde aber den Ofen gar nicht mal reinnehmen. Wir können ja mal gucken, dass wir noch irgendwas austauschen. Das ist mal... Hä? Ich habe das eben umgebaut. Okay, ich habe eine Idee. Wir nehmen anstatt des Ofens, nehmen wir den... Nee, Eisgolem habe ich ja nicht. Haben wir ja nicht. Wir haben aber den Megalakai. Wobei, wir nehmen den... Habe ich den Baby Dragon? Oh, das ist so schwierig zu sehen. Nein, haben wir nicht. Okay, Baby Dragon haben wir nicht. Megalakai, habe ich den Megalakai auch nicht? Hä? Nein, den habe ich... Doch, den habe ich. Okay, den haben wir auf 7. Alles klar, den können wir reinnehmen. Schwierig, echt. Oder haben wir den... Oh, ich mal mit der gucken. Oder haben wir den... Hier, den Blasrohr-Kobold? Nein, haben wir auch nicht. Okay, dann müssen wir es mal so probieren. 3, 2, 3, 2, 1, los. Und gucken mal, ob es funktioniert. Ja, es ist, wie gesagt, Testerei jetzt. Es ist einfach Testerei. Ich habe den Pekka direkt. Ich würde auch sagen, wir spielen ihn. Allerdings setzen wir ihn jetzt mal etwas offensiver. Okay, das ist nicht gut. Ich muss ein bisschen umswitchen. Der Pekka muss hinter den. Der Pekka muss unbedingt dahinter laufen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was mache ich? Mach Mist.
Ich mache Mist, ich mache Mist, ich mache... Nein, lauf durch! Nein, er läuft tatsächlich durch. Gibt's das? Oh, der ist tatsächlich durchgekommen. Ich könnte kotzen, ey. Das Schlimmste, was hätte passieren können, dass er noch durchkommt. Na gut. Jetzt stehen wir eh schon mit dem Rücken zur Wand. Jetzt stehen wir sowieso schon mit dem Rücken zur Wand. Ja, den Turm können wir definitiv schon mal abhaken. Der ist weg. Ja, das Gute ist, der ist einfach... Ja, der ist einfach durchgelaufen, das Riesenskelett. Ist einfach durchgelaufen. Warum auch immer. Jetzt kann er immer wieder kontern, das ist das Problem. Dadurch, dass er jetzt das Riesenskelett hat, kann er mich immer wieder kontern. Kann mich jetzt in jeder Runde kann er mich kontern. So, Zap müssen wir jetzt auf jeden Fall mal setzen. Ja, lauf durch. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen, mein Freund. Komm, krieg einen Schlag. Ja, einen Schlag. Komm, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Immerhin zwei Schläge gekriegt. Sehr gut. Ja, das wird ein schwieriges Match. Das wird ein schwieriges Match. Wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass der Inferno-Drache nicht zum Schuss kommt. Das wird er nicht. Ja gut, jetzt ist er natürlich schlau, ist klar. Jetzt wird er natürlich den Ofen auf die Seite setzen. Ist klar, ist klar, ist klar. Ja, ich denke mal am Anfang, die ersten 15 bis 20 Sekunden haben uns absolut das Genick gebrochen. Das hätten wir vermeiden können. Kriegen wir hin. Nehmen wir mal eben mit jetzt. Ganz easy. Der Packer tankt jetzt natürlich auch. Wobei, wir setzen glaube ich tatsächlich... Warte, warte, ich habe eine Idee. Wir setzen den davor. Setzen den dahinter, setzen den dahinter. Nein. Das kostet uns jetzt alles. Ja, die sind alle tot jetzt. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Wenn es eindeutig verlieren. Wenn es eindeutig verlieren. Ich, ja, Mann, ich kann nichts machen. Das ist so wie das Spiel eben, ne, von meinem Clan-Kollegen. Du weißt, dass du nicht, du weißt, du bist machtlos. Du kannst nichts machen. Du bist gefangen. Ich muss den Packer auf jeden Fall vorschicken. Es sind nur noch 19 Sekunden. Ja, das war's sowieso. Der Packer ist zu langsam. Das war es jetzt sowieso. Der Packer ist zu langsam. Der Packer kommt nicht durch. Ah, Mann, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Leider habe ich nicht alle Karten zur Verfügung gehabt. Deswegen hatten wir im Endeffekt keine Chance in diesem Spiel. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Erstmal schon Kaffee darauf. Moment. Ah, so. Und wie gesagt. Oh, haben wir noch einen Angriff? Ah, wir haben einen Sieg. Oh, wir haben Sieg geholt. Wer hat denn gewonnen? Korai hat gewonnen. Das ist doch schon mal gut. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr eine Truhe habt, schickt sie mir gerne zu. mbf.gewinnspiel@gmail.com. mbf.gewinnspiel@gmail.com. Für mehr Clash Royale, gebt einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns nämlich. Oh, ich habe die Karte freigeschaltet! Juhu, hatte ich noch gar nicht. Yippie! Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal und dann tschüss.